du siehst diese Menschen, die meisten von denen arbeiten nicht, weil sie sich wirklich vollumfänglich der Religion widmen, verweigern sich auch. Dürfen gar nicht arbeiten. Die Religion sagt, ein paar Sachen, Diamantenhandel, richtig, und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen. Genau. Das ist ja grundsätzlich von der Religion her untersagt. Richtig, genau. Robert Habeck, der Vizekanzler, sein Video produziert für die sozialen Medien. Es wirkt fast wie eine Rede zur Lage der Nation. Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Die Gründung Israels war danach, nach dem Holocaust, das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden. Und Deutschland ist verpflichtet zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Das ist ein historisches Fundament dieser Republik. Du siehst diese Menschen, die meisten von denen arbeiten nicht, weil sie sich wirklich vollumfänglich der Religion widmen, verweigern sich auch. Dürfen gar nicht arbeiten. Die Religion sagt, ein paar Sachen, Diamantenhandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen. Genau. Das ist ja grundsätzlich von der Religion her untersagt. Richtig, genau. Der Antisemitismus zeigt sich auf Demonstrationen, er zeigt sich in Äußerungen, er zeigt sich in Angriffen auf jüdische Läden, in Drohungen. Während es schnell große Solidaritätswellen gibt, etwa wenn es zu rassistischen Angriffen kommt, ist die Solidarität bei Israel rasch brüchig. Dann heißt es, der Kontext sei schwierig. Kontextualisierung aber darf hier nicht zur Relativierung führen. Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen. Und zur Klarheit gehört, Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner. Deswegen hast du auch zum Beispiel dann, was weiß ich, also wenn am Schabbat, ja, also da darf dann gar nichts passieren. Also da hast du dann auch zum Beispiel Fahrstühle, die stillstehen und so weiter. Man geht dann prinzipiell über die Treppen und solche Dinge. Also das hat ein Ausmaß, diese vielen Regeln in das Leben der Menschen hinein. Davon machen wir uns keine Vorstellung. Mhm. Und was mir damals aufgefallen ist, wie gestresst diese Leute sind. Also du den ganzen Tag bist du wirklich nur mit Beten beschäftigt. Den ganzen Tag musst du Gott irgendwie gefallen. Es ist unvorstellbar anstrengend. Die Leute sind also bis zur Unkenntlichkeit bekleidet zum Teil. Schwitzen. Es ist unfassbar warm. Und was mir damals so leid getan hat, auch die Kinder. Kinder werden sozusagen direkt mitgenommen und auch auf die Kinder überträgt sich den ganzen Tag Beten, Buße tun, Gott gefallen, dieser religiöse Fanatismus. Perücken. Ganz genau. Und ich hab damals gedacht, boah, so religiös zu sein, ist wahnsinnig anstrengend. Und man stellt sich die Frage, was ist das für ein Gott, der das von dir verlangt? Ja, zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck, ganz genau. Und das also kontrastiert. Es kann doch kein lieber Gott sein, der von morgens bis abends angebetet und verherrlicht werden will. Ja, und der dir so Stress macht. Das widerspricht doch sozusagen dem göttlichen Prinzip des sozusagen des allmächtigen, allgewaltigen In sich Ruhens, um es mal so auszudrücken. Also ein Gott, der von Menschen sowas verlangt, widerspricht doch der Gottesidee. Das ist genau der Punkt. Und da kriegst du halt ganz schnell auch das Gefühl, okay, also Gott ist das wahrscheinlich gar nicht, der das alles will, sondern da sind andere Mächte und Kräfte dahinter, die ein großes Interesse daran haben, einen ganzen Menschen so, wie soll man sagen, emotional einzukesseln, zu kapern, wirklich fast als Geisel zu nehmen. Der Zweite Weltkrieg war ein Vernichtungskrieg gegen Juden. Für das Naziregime war die Vernichtung des europäischen Judentums das Hauptziel. Die Leute sind also bis zur Unkenntlichkeit bekleidet zum Teil, schwitzen. Das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das. Und man stellt sich die Frage, was ist das für ein Gott, der das von dir verlangt? Ja, zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck, ganz genau. Und das also kontrastiert. Es kann doch kein lieber Gott sein, der von morgens bis abends angebetet und verherrlicht werden will. Ja, und der dir so Stress macht. Das widerspricht doch sozusagen dem göttlichen Prinzip des sozusagen des allmächtigen, allgewaltigen In sich Ruhens. Um es mal so auszudrücken. Also ein Gott, der von Menschen sowas verlangt, widerspricht doch der Gottesidee. Das ist genau der Punkt. Und da kriegst du halt ganz schnell auch das Gefühl, okay, also Gott ist das wahrscheinlich gar nicht, der das alles will, sondern da sind andere Mächte und Kräfte dahinter. Sie sind gewiss keine Freunde der Jüdinnen und Juden.